Die GEMA erwartet sich von YouTube erstmal, dass YouTube sagt, wir sind bereit anzuerkennen, dass die GEMA verpflichtet ist, die Ergebnisse von Verhandlungen offenzulegen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn dieser erste Schritt akzeptiert ist und gemacht worden ist, dann erwarten wir uns, dass ein seriöses, angemessenes Angebot auf den Tisch gelegt wird. Und wenn wir dies besprochen haben mit unseren Mitgliedern und die das akzeptieren, dann kommt es unter Umständen auch zum Lizenzvertrag.